aus der Schweiz, Patrick Küng. Ist das heute die Chance für ihn, den Titel erfolgreich zu verteidigen? Das haben nicht viele geschafft. Ja, eine Chance hat er auf alle Fälle. In den Trainings ist er da wieder erstarkt, der Patrick Küng. Ein Landsmann hat das zuletzt geschafft, Russi, 72. Abfahrtsweltmeistertitel verteidigen. Hier ist Patrick Küng, der schnellste von Beaver Creek. So, oben einmal gleich schnell wie der führende Gschetil Jansrud. Und das bleibt da. Wie spannend ist das? Aufpassen! Darfst dir nichts erlauben. Darfst dir keine Kleinigkeiten erlauben. Einmal die Arme zu früh raus tun. Einmal nicht kompakt sein in der Luft. Kann schon genügen. Die ersten drei innerhalb von 26 Hundertstel einer Sekunde. Und 15 Hundertstel Rückstand bedeutet schon Rang 3. Ah, die Kurven ist ein Wahnsinn. Da kommst du mit so einem Horan einer. Die Fliehkraft ist so enorm. Und mit dem draufstellen, das ist eine Augenweide. Da nimmt der Schwung mit, muss ein bisschen antriften. Ja, da hat er fest quergestellt. Was denn, das wirkt sich natürlich auch da aus, ein bisschen aus, über den Boden. Und erst da wird es wieder steil, da kann er richtig Tempo machen. Wenn es ihm gelingt. Da fährt er, irgendwie sehr kurvig. Sag's einmal so, sehr kurvig. War nicht ausdrehen, aber trotzdem dabei. Schaut er den an. Ja, 1/1000. 1/1000. Hat er das Tempo mitnehmen können. Ah, schnell wieder kompakt in die Hocke. Und jetzt trägt ihn das Publikum hier über die letzten Meter hinunter ins Ziel. Und der 17,9. Da waren die anderen schneller. 1,39. Zeitgleich geht ja gar nicht schöner. Zeitgleich. Und am liebsten alle, die runterkommen, auch noch. Gänsehaut. Das glaubst du, gibt's nicht. So ein Mordstromansbild neben mir. Ja, herrlich. Da ist das. Ist das geil? Aus der Schweiz, Patrick Küng. Ist das heute die Chance für ihn, den Titel erfolgreich zu verteidigen? Das haben nicht viele geschafft. Ja, eine Chance hat er auf alle Fälle. In den Trainings ist er da wieder erstarkt, der Patrick Küng. Ein Landsmann hat das zuletzt geschafft, Russi, 72. Abfahrtsweltmeistertitel verteidigen. Hier ist Patrick Küng, der schnellste von Beaver Creek. So, oben einmal gleich schnell wie der führende Gschetil Jansrud.